Ich lese euch heute aus Melanie Horngacher ihrem Buch Was mir dein Herz erzählt vor. Das Cover finde ich persönlich sehr schön gemacht. Man sieht die Frau, von hinten, was ich ganz cool finde, weil man ihr nicht ins Gesicht gucken kann. Ich muss sagen, dass das auch genau richtig ist, finde ich. Also ich für mich mochte sie auch gar nicht vom Gesicht her sehen, weil das spiegelt sie viel, viel besser wider. Im Hintergrund sehen wir Berge, die werden im Laufe des Buches auch eine Bedeutung bekommen. Wenn ihr es lest, werdet ihr es erfahren. Sie spielen eine entscheidende Rolle. Das möchte ich aber nicht vorwegnehmen. Ich nehme euch mal mit rein. Und zwar die Autorin. Melanie Horngacher wurde 1982 geboren und lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern in St. Jakob in Haus in Tirol. Sie ist gelernte Köchin und Konditorin und arbeitet als solche in der Kreativabteilung einer Schokoladenmanufaktur. So geduldig wie das Papier ist, auch die Schokolade. Und daher liebt sie das Handwerk mit der süßen Köstlichkeit gleichermaßen wie das Jonglieren mit Worten. Auch die Musik hat in ihrem Leben einen hohen Stellenwert. Lesen, schreiben, musizieren und genießen gehören zu ihren liebsten Hobbys. Das Buch. Juliana, genannt Jule, wird der Boden unter den Füßen weggezogen, als sie erfährt, dass ihre geliebte Tante Emmy im Sterben liegt. Emmy, die Jule und ihren Bruder Stefan nach dem frühen Tod der Mutter großgezogen hat. Emmy, die Jule nach dem tödlichen Bergunglück von Stefan wieder aufgefangen hat. Jule eilt an Emmys Totenbett und trifft dort auf Mark, Stefans ehemalig bester Freund und Jules große Jugendliebe. Seit Stefans Tod haben die beiden sich nicht mehr gesehen, als Mark sie von einem auf den anderen Tag verließ. Jule will nur weg, doch Emmy zuliebe bleibt sie und Mark und sie nähern sich wieder an. Doch dann reißen alte Wunden auf und die Erinnerung an das Glück von damals scheint nicht stark genug zu sein, um den beiden eine Zukunft zu ermöglichen. So. Und dann starten wir rein. Für unsere Brotfee, weil ein Danke manchmal nicht genug ist. Und für die wahren Freunde, die auch harte Zeiten mit uns aushalten. Trauer und Wehmut durchdringen mein Herz. Von dichten Nebel scheint es umhüllt. Kann nicht entfliehen von diesem Schmerz, der mich mit aller Macht erfüllt. Erst du, liebste Julisonne, kannst die Schatten durchdringen, die Schwermut und Sehnsucht in mir bezwingen. Verzauberst die Tränen in endlose Liebe. Ich wünschte nur, dass es immer so bliebe. Prolog. Wenn man jung ist, macht man viele Dinge, die man später bereut. Doch vielleicht hat das eher weniger mit dem Alter zu tun. Niemand ist unfehlbar, auch mit wachsender Anzahl der Lebensjahre nicht. Aber aus Fehlern lernt man. Manches lässt sich wieder gut machen oder man geht zumindest als anderer Mensch aus diesen Erfahrungen hervor. Es gibt eine Eigenschaft aus meiner Jugend, die ich zutiefst bereue, sogar im Nachhinein für alles verantwortlich mache. Meine Überheblichkeit. Sie war der Auslöser für so viel Leid in meinem Leben und was noch viel schlimmer ist, im Leben anderer Menschen. Ich kann es nicht wieder gut machen. Nie mehr. Aber ja, ich bin ein anderer Mensch geworden. Vielleicht demütiger. Auf jeden Fall voller Schmerz und Selbsthass. Ich war ein Wichtigtuer, ein junger Großkotz, der Meinung war, nichts und niemand könnte mir etwas anhaben, bis ich diese vermaledeiten Gefühle entwickelte, die mich ins Chaos stürzten. Denn wie heißt es so schön? Hochmut kommt vor den Fall. Kapitel 1, Jule. Wieder erklingt das helle Glöckchen über unserer Ladentür, als sie aufgeht und einen neuen Kunden ankündigt. Aber ich habe nicht einmal Zeit, von meiner Arbeit aufzusehen. In dem kleinen Blumengeschäft, das ich seit ungefähr 3 Jahren mit meiner besten Freundin Tina
in einem Vorort von Innsbruck führe, tummeln sich Kunden. Kein Wunder, denn morgen ist Muttertag und jeder möchte noch auf den letzten Drücker, es ist 10 Minuten vor Ladenschluss, eine kleine Aufmerksamkeit für die liebe Mama oder Oma ergattern. Meine Hände machen sich an einem Strauß mit hellblauen Hortensien und weißen Lisianthus zu schaffen, während ich mich angeregt mit einer etwa 12-jährigen Kundin unterhalte. Jule, hast du einen Moment? Unterbricht mich eine Stimme und ich blicke perplex auf. Mein Vater Rainer war, glaube ich, bei der Eröffnung das letzte Mal in unserem Blumenladen. Papst, begrüße ich ihn überrascht, ohne in meiner Tätigkeit innezuhalten. Hast du eine neue Flamme, die du mit Blumen vom Hocker reißen möchtest? Vergnügt zwinkere ich ihm zu, doch da fällt mir sein düsterer Gesichtsausdruck auf. Ich muss kurz mit dir reden. Ist das so in Ordnung? Will ich von dem jungen Mädchen wissen und zupfe den Strauß noch etwas zurecht. Sie nickt, obwohl mir auch ihr breites Lächeln Bestätigung genug wäre. Vielleicht noch eine Manschette drumherum? Wieder bejaht sie und ich lege das Arrangement beiseite, um ein farblich harmonierendes Krepppapier zuzuschneiden. Falls es um die Balkonblumen geht, wende ich mich an meinen Vater und werde vom Bimmeln der Ladenglocke unterbrochen. Ich werde mich am Montag darum kümmern, versprochen. Du siehst ja, was hier los ist. Darum geht es nicht. Irgendwie scheint es, als wisse Paps nicht, wohin mit seinen Händen. Erst fährt er sich über seine Glatze und verwuschelt sein noch verbliebenes graues Haar, bevor er die Hände in die Gesäßtaschen steckt, um sie Sekunden später in die Hüften zu stemmen. Dieses Schauspiel wiederholt sich mehrmals innerhalb weniger Augenblicke. Jule, es ist verdammt wichtig, wirklich. Kannst du nicht nur kurz? Wir schließen gleich, Paps, erkläre ich ruhig und tippe auf die Tasten der Registrierkasse. Ein bisschen wirst du dich also noch gedulden müssen. Seine Miene gefällt mir nicht und löst ein seltsames Unwohlsein in meiner Magengrube aus. Doch Geschäft ist Geschäft und was immer mein Vater so an die Nieren geht, muss warten. Obwohl Tina und ich auf Hochtouren arbeiten, dauert es noch etwa eine halbe Stunde, bis wir alle anwesenden Kunden zufriedengestellt haben. Die Blumenvasen, in denen noch bis vor eins, zwei Stunden die Schnittblumen Kopf an Kopf standen, sind jetzt wie leergefegt. Tina hat also mit der Blumenbestellung wieder einmal ihren absolut richtigen Riecher bewiesen. Lediglich eine Handvoll gebundener Sträuße und wenige Blumentöpfe mit Zimmerpflanzen und Kräutertöpfchen sind im vorderen Bereich des Verkaufsraums übrig geblieben. Also, Paps, schieß los! Ermuntere ich ihn, als der letzte Kunde den Laden verlassen hat und Tina und ich mit dem Aufräumen beginnen. Deine Tante Emmy liegt im Sterben. Die Blatt- und Stielabfälle fallen mir aus den mit unzähligen winzigen Schnitten übersäten Händen. Schweigen erfüllt den Raum. Tina tritt an meine Seite und sieht mich an, wartet auf eine Reaktion. Die Uhr an der Wand tickt plötzlich unendlich laut. Meine Glieder fühlen sich mit einmal starr und unbeweglich an. Das kann nicht sein, flüstere ich irgendwann, als ich die Stille nicht mehr ertrage und die Worte sich in meinem Gehirn sammeln. Sie war doch gerade erst da. Wann war das denn bloß? Welchen Monat haben wir denn? Es kann doch noch nicht so lange her sein. Wieso will mir das nicht einfallen? Mein Vater räuspert sich. Das Krankenhaus hat mich benachrichtigt. Aber was hat sie denn? Hatte sie einen Unfall? Sie strotzte doch immer vor Gesundheit. Einen Hirntumor. Er streicht sich mit der rechten Hand über den Nacken und weicht meinen Blick aus. Wir sollen kommen, wenn wir uns noch verabschieden wollen. Seine Stimme ist so leise, dass ich ihn kaum verstehen kann. Doch als seine Worte bei mir ankommen, erwacht mein kraftloser Körper plötzlich zum Leben. Dann sollten wir sofort losfahren. Tina, würdest du? Na klar, beantwortet sie meine unausgesprochene Bitte. Ich habe hier alles im Griff. Kurz umarme ich meine Geschäftspartnerin und Freundin. Es tut mir so leid, flüstert sie mitfühlend. Bleib, solange es nötig ist. Ich komme hier schon zurecht. Und wenn ich irgendwas tun kann, dann melde dich, ja? Danke, Tina, das ist lieb. Wir treffen uns zu Hause, Paps, rufe ich im Hinauslaufen und schenke den Umstand, dass er noch immer sich nicht vom Fleck bewegt hat, keine Beachtung.
In der gemütlichen Mansardenwohnung, die ich gemeinsam mit meinem Vater bewohne, werfe ich wahllos ein paar Klamotten und Waschsachen in meinen kleinen Trolley. Und ich versuche, jegliche Gedanken an den Tod auszublenden, doch es will mir nicht gelingen. Ein Tumor. Unmöglich. Das hatte Tante Emmy uns doch gesagt. Ende März haben wir uns das letzte Mal gesehen, oder war es Februar? Als ich meine neue marineblaue Strickfließjacke einpacke, fällt es mir wieder ein. Tante Emmy hat sie mir bei ihrem letzten Besuch geschenkt. Sofort beschleicht mich ein schlechtes Gefühl. In den letzten Jahren haben wir uns viel zu wenig gesehen. Weil ich zu beschäftigt war, zu sehr im Hamsterrad des Alltags gefangen. Zu egoistisch. Ich hätte sie öfter anrufen müssen. Einfach mehr für sie da sein. Aber vielleicht ist alles gar nicht so schlimm, wie es scheint. Wahrscheinlich gibt es irgendeine Operation, die Tante Emmys Leben retten wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Verdammt wieder, dieses teuflische Wort. Ich will nicht ans Sterben denken. Ich kann sie nicht verlieren. Nicht sie auch noch. Als ich den Rollkoffer hinter mir herziehend ins Wohnzimmer komme, sitzt mein Vater vornübergebeugt auf der Couch, das Gesicht in den Handflächen vergraben. Bist du soweit? Frage ich leise. Sollen wir dein Auto nehmen oder meins? Ich kann nicht, murmelt er in seine Hände und ich glaube, mich verhört zu haben. Was? Ich werde nicht mitfahren. Er hebt den Kopf, sieht mich aber nicht an. Kurz wischt er sich nochmal über das Gesicht und lehnt sich zurück. Das ist nicht dein Ernst. Ich kann das nicht, Juliana. Ach, und du denkst, ich kann es. Meine Stimme ist lauter geworden, mein Blick verständnislos. Versteh doch. Nein, unterbreche ich ihn. Das verstehe ich nicht. Findest du nicht, dass du ihr das schuldig bist? Ihr wenigstens noch einmal Danke zu sagen? Mein Vater schließt die Augen und atmet tief aus. Mir ist klar, dass die Situation ihn überfordert, aber mir geht es nicht anders. Tante Emmy hat sich nach Mamas Tod um Stefan und mich gekümmert, als wären wir ihre eigenen Kinder. Sie war Tag und Nacht für uns da. Sie hat Dinge getan, die eigentlich du für uns hättest tun sollen, denke ich. Doch ich finde es unangebracht, das auszusprechen. Das weiß ich, Jule, und ich bin ihr jeden Tag dankbar dafür. Dann komm! Er erhebt sich langsam von der Couch, zieht die Hosenbeine lang und ging ein paar Schritte auf mich zu. Sein Blick ist gequält und auf seiner Stirn haben sich tiefe Furchen gebildet. Er legt mir seine schwielige rechte Hand auf die Schulter und drückt sie sanft. Ich werde nicht an diesen Ort zurückkehren, der mir meine Frau und mein Kind genommen hat. Du musst dich von ihr verabschieden, Paps, sonst wirst du es bereuen. Meine Worte sind eindringlich und flehend. Es tut mir leid, sagt er leise, aber nein. Dann lässt er mich im Wohnzimmer stehen und geht ins Bad. Mein Atem geht flach und ich spüre, wie mir die Tränen über die Wangen laufen. Wie kann er das tun? Ich verstehe nicht, wie er mich im Stich lassen kann. Und Tante Emmy. Ich bin so wütend und mein Herz pocht so stark und schmerzhaft in meiner Brust, dass ich am liebsten nachlaufen und ihn durchschütteln würde. Aber dazu bleibt keine Zeit. Mein Bruder Stefan und ich waren nur 13 Monate auseinander. Als unsere Mama an Brustkrebs starb, war ich 12 und Stefan 13. Wir haben sie auf ihrem Weg begleitet, ihr beigestanden und uns auf ihren Tod vorbereitet. Und dennoch, wäre dann nicht Mamas Schwester Emilia gewesen, wer weiß, wie wir ihren Verlust verkraftet hätten. Unser Vater, der selbstständige Fliesenleger war, hat sich bis zum Hals in Arbeit vergraben. Tante Emmy hat sich um uns gekümmert, in allen Belangen unseres Lebens. Sie hat uns durch die Zeit der Trauer begleitet und war uns Mutter, Freundin und Vertraute. Ungefähr 6 Jahre später ist mein Bruder bei einem schrecklichen Bergunglück ums Leben gekommen. Wieder war es Emmy, die mich aufgefangen hat. Doch dann hat mein Vater beschlossen, dass er es in St. Philomena nicht mehr aushält und hat die Firma verkauft, um nach Innsbruck zu gehen. Vermutlich dachte er damals, ich wäre nach diesem zweiten schweren Verlust nicht fähig, eine Entscheidung für mich, ja, für mein weiteres Leben zu treffen. Also hat er für mich entschieden und ich bin mitgegangen, um in Innsbruck die Ausbildung zur Gärtnerin und Floristin fertig zu machen, die ich in der Gärtnerei begonnen hatte, in der auch Tante Emmy arbeitete.
Das ist mittlerweile 10 Jahre her. Auf der etwa einstündigen Fahrt in meine alte Heimat werde ich überwältigt von Erinnerungen und Gefühlen, die unaufgefordert auf mich einstürzen. Was gebe ich um die Gesellschaft meines Vaters? Doch er zieht es vor, den einfachen Weg zu wählen. Ich verstehe, wie schwierig das für ihn sein muss, aber einfach zu sagen, ich kann nicht. Nein. Wann im Leben werden wir schon gefragt, ob wir können oder wollen? Tante Emmy ist erst Mitte 60. Sie hat auch niemand gefragt, ob sie kann. Beinahe verpasse ich die Autobahnausfahrt, doch in letzter Sekunde reiße ich das Lenkrad zur Seite. Auf der Landstraße fühle ich mich plötzlich zu erschöpft, um weiterzufahren. Im Handschuhfach finde ich eine halbvolle Plastikflasche mit Wasser. Es schmeckt fad und ziemlich abgestanden, doch ich habe im Moment keinen Nerv, um an einer Tankstelle etwas zu trinken und zu kaufen. In einer Anwandlung von Ärger ergreife ich mein Smartphone und rufe meinen Vater an. Zum Glück meldet sich die Mailbox, denn ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, ihm persönlich zu sagen, was mich im Moment bewegt. Obwohl meine Stimme zittert, versuche ich, so ruhig wie möglich zu sprechen. Ich bin's, Paps. Ich kann dich sehr gut verstehen, aber das spielt alles keine Rolle. Tante Emmy braucht uns, ob wir wollen oder nicht. Da müssen wir jetzt durch. Ich schlucke und überlege, was ich sonst noch sagen soll. Es wird da sicher eine Menge zu regeln geben und da brauche ich dich. Du wirst mich jetzt nicht im Stich lassen. Der letzte Satz ist etwas energischer als beabsichtigt, aber ich mache ihn mit einem abschließenden Hab dich lieb wieder gut. Als ich auflege, fühle ich mich etwas erleichtert und stark genug, den Rest des Weges zurückzulegen. Stelle mir vor, wie ich wie gelähmt vor dem Krankenhaus stehe und nicht über die Schwelle gehen kann. Mit diesem Wort verbinde ich keine guten Erinnerungen. Doch als ich dann endlich vor dem Portal ankomme, erscheinen mir diese Gedanken absurd, weil die Panik, zu spät zu kommen, mich antreibt. Kapitel 2, Mark. Ich kenne Emilia Bruckner, seit ich ein kleiner Junge war. Erst war sie nur die Tante meiner beiden besten Freunde, Stefan und Juliana. Doch nach Stefans Tod war sie weit mehr als das. Sie hat mich gelehrt, dass es immer einen Grund gibt, weiterzumachen, wie schwer ein Schicksalsschlag auch sein mag. Als ich fiel, war sie mein rettendes Sprungtuch, bevor ich auf dem Boden aufzuprallen drohte. Sie hat mich mit beiden Händen im Leben festgehalten, als ich kein Argument mehr gefunden hatte, hier zu bleiben. Ich wünschte von Herzen, ich könnte dasselbe jetzt auch für sie tun. Mich von ihr zu verabschieden, ist das Schwierigste, das ich seit sehr langer Zeit tun muss. Seit etwa 2,5 Monaten weiß ich von Emmys Hirntumor. Ich finde sie eines Tages völlig verwirrt und orientierungslos in ihrem Wohnzimmer, wo sie wenige Sekunden vorher zusammengeklappt war. Sie hat diesen Vorfall als Kreislaufschwäche abgetan und ging erst auf mein mehrmaliges, penetrantes Drängen hin zum Arzt. Dieser überwies sie in ein Krankenhaus und nach einer Magnetresonanztomographie stellte man die furchtbare Diagnose. Als ich sie damals vom Spital abholte und wissen wollte, was los war, machte Emmy nur eine wegwerfende Handbewegung. Alles halb so wild, wiegelte sie ab, doch ihr eigenartig verstörter Blick strafte ihre Worten Lügen. Ich musste eine ganze Weile auf sie einreden, bis sie endlich mit der Wahrheit herausrückte und dann auch nur mit der halben. Da ist so ein Ding in meinem Kopf, antwortete sie vage und tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn. Was für ein Ding meinst du? Hakte ich irritiert nach. Ein Tumor, aber kein Grund zur Aufregung, beruhigte sie mich. Die Ärzte überlegen sich gerade, mit welcher Foltermethode sie mir am besten zu Leibe rücken. Mehr brachte ich nicht aus ihr heraus. Emmy konnte verdammt stur sein. Und wenn sie es mir nicht sagen wollte, dann würde ich mir daran die Zähne ausbeißen. Etwa 2 Wochen später kam ich bei ihr vorbei, um ihr, wie verabredet, im Garten zu helfen. Erneut saß sie desorientiert und halb weggetreten auf der Schwelle ihrer Terrassentür und wusste nicht, wie sie dorthin gekommen war. Nur der Kreislauf, hatte sie beteuert und wollte in den Garten gehen, als wäre nichts passiert. Dennoch brachte ich Emmy sofort ins Krankenhaus, was das einzig Richtige war, denn dort erlitt sie auf dem Weg zur Anmeldung einen epileptischen Anfall. Ich war selten so erleichtert, in einem Spital zu sein. Erst später auf der Station, als sie sich ein wenig von ihrem Zusammenbruch erholt hatte, setzte sie mich schließlich vom tatsächlichen Ausmaß ihrer Erkrankung in Kenntnis.
Sie leidet an einem Glioblastom, einem sehr schnell wachsenden, bösartigen Tumor. Ihre Enthüllung riss mir den Boden unter den Füßen weg. Wann beginnen Sie mit der Behandlung? Fragte ich geschockt. Die Frau, die mir in den letzten Jahren so ans Herz gewachsen war und andere Menschen mit ihrer Lebensfreude ansteckte, saß blass in ihrem Krankenhausbett und starrte die hellgelbe Decke zu ihren Füßen an. Emmy, hörst du mir zu? Drängte ich. Es gibt keine Behandlung. Was meinst du damit? Es gibt doch Chemo oder Strahlentherapie oder eine Operation. Ja, die können dich bestimmt operieren. Die Heilungschancen sind gleich null. Auch mit allen Therapien, die sie zur Verfügung haben, Markus. Das kann ich nicht glauben, sagte ich fassungslos. Es ist aber so. Irgendwas muss es doch geben. Ich rede mit dem Arzt, schlug ich händeringend und hilflos vor. Das kannst du dir sparen. Der Tumor ist inoperabel und alle anderen Therapieformen sind für mich indiskutabel. Mir fehlten die Worte und gleichzeitig schnürte sich ein Band um meine Lungen, das mir das Atmen schwer machte. Du sagst das so nüchtern, warf ich ihr vor. Wie soll ich es sonst sagen? Wandte Emmy ein. Du kannst doch gar nicht so schnell entscheiden von jetzt auf gleich. Red doch erst mit Jule oder Rainer oder sonst irgendjemanden. Ich war verzweifelt und verstand nicht, wie sie so resignieren konnte. Doch, ich kann es entscheiden. Und das muss ich auch, denn es ist mein Leben. Und ich rede mit irgendjemand. Und dieser irgendjemand bist du. Das genügt. Emmy, versuchte ich einen erneuten Anlauf. Mark, ich weiß, was diese Behandlung mit einem machen. Ich habe es bei meiner Schwester gesehen. Der Unterschied ist nur, dass sie eine Chance hatte, aber sie trotzdem gestorben ist. Ich sterbe auch, so oder so. Und bis dahin will ich leben und mir nicht hier im Krankenhaus die Seele aus dem Leib kotzen. Ich starrte sie einen Moment entgeistert an und ließ ihre Worte sacken. Ich würde es sehr begrüßen, wenn du diese Entscheidung akzeptieren könntest, denn ich werde sie nicht revidieren. In den letzten Wochen war ich so oft für sie da, wie ich konnte. Doch Emmy war fest entschlossen. Ihre letzte Zeit und auch die Ärzte konnten nicht abschätzen, wie lange ihr noch gewährt wurde, zu Hause zu verbringen und selbst zu erledigen, was in ihrer Macht stand. Mehrere Male habe ich sie beschworen, endlich mit Juliana und Rainer zu sprechen, doch Emmy hat es aufgeschoben. Wahrscheinlich hat sie selbst nicht damit gerechnet, wie schnell alles vorbei sein würde. Sehr lange habe ich mit ihrer Entscheidung gehadert, doch langsam beginne ich tatsächlich, sie zu verstehen. Die helle Bettwäsche des Krankenhausbettes verschluckte fast ihren zierlichen Körper. Vor wenigen Stunden konnten wir uns noch unterhalten. Im Moment dämmerte sie nur noch vor sich hin. Die Stationsärztin hat Emmy ein starkes Schmerzmittel verabreicht, um sie einigermaßen erträglich zu machen. Zum wiederholten Male frage ich mich, warum mir nicht schon früher die Symptome an Emmy aufgefallen sind. Sie hatte öfter Kopfschmerzen in letzter Zeit, doch dieses Leiden kennen viele Menschen. Meine Mutter leidet ständig an Migräne. Ich fand nichts Außergewöhnliches daran. Jetzt mache ich mir Vorwürfe, nicht besser darauf geachtet zu haben. Doch meine Schuldgefühle begleiten mich ohnehin schon so lange, dass sie mir schon fast zur zweiten Haut geworden sind. Als Emmy das nächste Mal erwacht, bittet sie mich, Pfarrer Benedikt, unseren jungen Dorfpfarrer, zu holen. Sie würde gern noch einmal die heilige Kommunion empfangen. Ich weiß, was das bedeutet, und ich habe Angst, Emmy allein zu lassen. Sie scheint es zu spüren und steckt ihre feingliedrige Hand nach mir aus. Keine Sorge, Mark, sagt sie leise. Ich habe noch nicht vorzugehen. Jule, es gibt so vieles, das ich Tante Emmy noch sagen will. Doch als ich endlich an ihrem Bett sitze, ist alles belanglos. Die letzten Worte, ich hab dich lieb, lauten, wie beim Tod meiner Mutter, oder vergiss nicht, das Auto voll zu tanken, wie vor dem tragischen Unfalltod meines Bruders, sie ändern nichts. Ich bin sicher, Stefan wusste auch so, dass ich ihn geliebt habe und immer noch tue. Und Emmy weiß es auch. Die surreale Hoffnung, dass ich alles als Missverständnis oder als weniger schlimm als erwartet herausstellt, hat sich leider nicht erfüllt. Ich sitze an ihrem Bett und halte Tante Emmys schwache Hand, die einst so vor Lebensenergie und Tatendrang strotzte,
während mir stille Tränen über die Wangen laufen. Ich will sie fragen, was ich nur ohne sie tun soll und wie lange sie schon von diesem todbringenden Tumor weiß und was in aller Welt sie sich dabei gedacht hat, nicht mit uns darüber zu reden. Aber jede Antwort würde sie nur noch mehr schwächen und ich will sie nicht gehen lassen. Wenigstens ein kleines bisschen soll sie noch bei mir bleiben. Wie schön, dass du hier bist, sagte sie unvermittelt, als hätte sie jetzt erst registriert, dass ich es bin, die an ihrem Bett sitzt. Ich muss all meine Selbstbeherrschung aufbringen, um ein kleines Lächeln zustande zu bringen. Es tut mir so unendlich leid, mein Julchen, flüstert sie sanft, ihre Augen sind müde und fahl und haben jeglichen Glanz verloren. Es gibt nichts, was dir leid tun müsste, Tante Emmy. Ich bin dir so dankbar für alles, was du für mich, Stefan und Papa getan hast. Ihr habt mein Leben bunt gemacht, Liebes. Als leise die Tür aufgeht, hebe ich den Kopf. Überrascht starre ich den Besucher an, während mein Herz einen Schlag aussetzt. Was macht er hier? Platzt es aus mir heraus. Ich habe ihn hergebeten. Mark scheint es nicht viel anders zu gehen als mir. Mit weit aufgerissenen Augen schaut er mich an, unfähig, ein Wort zu sagen. Dabei musste er doch damit rechnen, mich hier anzutreffen, im Gegensatz zu mir, die vollkommen überrascht von seiner Anwesenheit ist. Auf Tante Emmys stumme Aufforderung nimmt er die Hand, die sie ihm erwartungsvoll entgegenstreckt, und tritt an ihr Bett, ohne jedoch den Blick von mir zu nehmen. Das ist zu viel. Ich erhebe mich und stürme aus dem Zimmer. In der nächstbesten Besuchertoilette finde ich Zuflucht. Hinter der Tür des Waschraumes drücke ich mein Gesicht an die kühlen Fliesen und lasse meinen lautlosen Tränen ihren Lauf, ungeachtet dessen, dass das vielleicht nicht gerade der hygienischste Ort des Krankenhauses ist. Dafür ist der Moment wahrscheinlich der ruhigste. Plötzlich spüre ich, wie die Tür in meinem Rücken aufgeht und das Bedürfnis, mich in Luft aufzulesen, wird übermächtig. Jule, vernehme ich ein Flüstern hinter mir. Das ist deine Damentoilette, antworte ich heiser. Egal. Mark berührt mich vorsichtig an der Schulter und so, in etwa stelle ich mir die Begegnung mit einem Elektroschocker vor. Vehement schüttle ich seine Hand ab. Es scheint, als würde er überlegen, ob er es nochmal versuchen soll. Erleichtert registriere ich jedoch, dass er seine Hand wieder sinken lässt. Deine Tante braucht dich jetzt, sagt er leise. Lass uns unsere Differenzen beiseite schieben. Für den Moment. Ihr zuliebe. Ich höre, was er sagt. Doch seine Worte prallen an der Mauer ab, die ich seinetwegen um mein Herz gezogen habe. Undamenhaft ziehe ich die Nase hoch. Es gibt keine Differenzen, antworte ich schließlich kalt und gehe an ihm vorbei, ohne ihn anzusehen. Für mich existierst du gar nicht. Mark, obwohl ich wusste, dass es heute passieren würde, habe ich den Gedanken an ein Wiedersehen mit Juliana weit in den hintersten Winkel meines Bewusstseins geschoben. Ich wollte mich nur auf Emmy konzentrieren und mich nicht mit Dingen befassen, die ich sowieso nicht kontrollieren kann. Doch als ich das Krankenzimmer wieder betrete und Jule dort an Emmys Bett sitzen sehe, hält sich mein Körper ganz und gar nicht an unsere Abmachung. Mein Herz klopft so heftig in meiner Brust, dass Emmy es fast in meinen Fingerspitzen spüren muss, als ich erneut ihre Hand in meine nehme. Eine Hitzewelle ergreift mich und meine Knie sind weich. Jules schockierten Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hat sie nicht gewusst, dass auch ich hier sein werde. Als sie aus dem Zimmer flüchtet, weiß ich einen Moment nicht, wie ich reagieren soll. Kümmere dich um sie, bittet mich Emmy, als würde sie meine Gedanken lesen. Das wird sie nicht zulassen, gebe ich zu bedenken. Versuch es, auch wenn ich weg bin, fleht Emmy. Versprich mir, dass du versuchst, für sie da zu sein. Ganz sanft drücke ich ihre Hand und nicke, allem Gegenargumenten zum Trotz. Ich verspreche es. Julianas Reaktion danach auf der Toilette zerreißt mir das Herz. Aber ich kann sie nachvollziehen. Sie eilt zu ihrer Tante und ich versuche erneut, Pfarrer Benedikt zu erreichen, der offenbar gerade einen Gottesdienst abhält, ein Kind tauft oder in irgendeinem anderen dringenden Termin feststeckt, weil er nicht an sein Handy geht. Ich kann mir eben noch verkneifen, ihm auf die Mailbox zu fluchen, weil ich verdammt noch einmal finde, dass er seinen Hintern hierher bewegen soll, damit Emmy ihre letzte Kommunion erhält. Ich schreibe ihm eine Kurznachricht und hoffe inständig, dass er sich beeilt, womit auch immer er gerade beschäftigt ist. Als ich das nächste Mal in Emmys Zimmer komme,
liegt Jule mit geschlossenen Augen an ihre Tante geschmiegt, halb auf dem Bett. Sie muss von Erschöpfung kurz eingenickt sein. Emmy ist wach und streichelt Jules Hand. Sie sieht glücklich aus, dass ihre Nichte doch noch den Weg zu ihr gefunden hat. Ich setze mich auf die andere Seite des Bettes, auf einen Besucherstuhl. Ich kann den Blick nicht von Jule abwenden. Alle Bemühungen, sie zu vergessen, waren umsonst. Ich weiß, dass ich nie jemanden so sehr lieben werde wie meine Juli. Ich weiß auch, dass ich gerade das niemals darf. Du hattest recht, reißt Emmy mich aus meinen Gedanken. Ich hätte gleich mit Jule und Rainer reden sollen. Sie seufzt tief und ich habe keine Ahnung, was ich ihr antworten soll. Ich dachte, ich hätte mehr Zeit. Ja, ich muss mich räuspern, um überhaupt einen Ton herauszubekommen. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mir wünsche, dass es so wäre. Ich hoffe, sie kann mir das irgendwann verzeihen. Das hat sie bestimmt längst, Emmy. Sie ist hier und das ist alles, was zählt. Das Zimmer ist nur noch schemenhaft erkennbar, als die Dämmerung einsetzt. Es gibt noch etwas, das ich unbedingt loswerden muss, bevor die Stille uns endgültig einhüllt. Emmy, ich muss dir etwas sagen. Beginne ich, doch ganz langsam steigen mir Tränen auf und bilden einen dicken Kloß an meiner Kehle, der mich am Weitersprechen hindert. Ich schlucke und wage einen neuen Anlauf. Ich weiß nicht, wie ich dir danken kann für alles, was du für mich getan hast. Nein, nein, ich muss dir danken. Ohne dich wäre mein Leben in den letzten Jahren sehr einsam gewesen. Ihre Augen wandern über mein Gesicht, als suchten sie darin etwas, das uns den Abschied leichter machen könnte. Du bist ein guter Junge, Mark. Fang endlich an, das auch selbst zu glauben. Und alles, was geschieht, liegt in Gottes Hand. Ganz leise, kaum hörbar, klopft es an der Tür und Pfarrer Benedikt tritt ein. Mir ist klar, dass es für mich Zeit ist zu gehen, und doch stehe ich stocksteif da, unfähig, mich zu bewegen. Jules Erwachen ist der Impuls, den ich brauche. Ich will ihr die letzten Minuten mit ihrer Tante geben. Für mich gibt es nichts mehr zu sagen. Obwohl ich mir vom Herzen wünsche, es wäre anders. Pfarrer Benedikt legt mir tröstlich seine warme Hand auf die Schulter. Jule richtet sich auf und setzt sich wieder neben Emmys Bett auf den Besucherstuhl. Langsam beuge ich mich nach vorne und hauche Emmy einen sanften Kuss auf die Stirn. Er beschreibt alles, was ich nicht mehr sagen kann. Weil Worte so nichtssagend und hohl sind und diesen Moment nur noch Gefühle zählen. Zuneigung, Dankbarkeit. Unendliche Traurigkeit, weil wir sie zulassen müssen. Dann verlasse ich das Zimmer.